Also ich werde in meinem kleinen Behälter hier meine vier Kerzchen anstecken und dann unseren Standard-Löschmittel ausprobieren, nicht das Wasser, sondern Kohlensäurelöscher. Und werden diesen Bereich einfach von unten in diesen Behälter Kohlensäure reinströmen lassen. Und dann werden wir sehen, Sie wissen, was dann passiert. Dann geht halt irgendwann in die Kerzen aus. CO2 ist, wir wissen, ein Gas schwerer als Luft. Füllt diesen Behälter jetzt von unten auf. Drei Kerzen haben schon glauben müssen. Vierte ist auch gleich dran. Man sieht es nicht, aber man kann spüren, wenn die Kerzen dann ausgehen, ist offensichtlich die Luft verdrängt worden durch das CO2. Haben wir das wirklich verdrängt oder ausgeblasen? Also es scheint tatsächlich im Wesentlichen verdrängt worden zu sein. Und jetzt machen wir noch ein kleines Experiment. Ich habe den Flammenwerfer, den Sie alle kennen. Und wir mal sehen, was mit dem passiert, wenn ich den da reinhalte. Funksprüher. Hey. Der brennt weiter, aber der Brand sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Warum, werden wir gleich mal hinterfragen. Also, wir haben gesehen, dass hier offensichtlich der Sauerstoff wesentlich verdrängt worden ist durch das CO2. Und ich werde jetzt ganz einfach nochmal versuchen, einen CO2-Löscher zu simulieren.